Herzlich willkommen zu enger neuer Trailer Reaction an schon haut ein Film dabei, dem mir bis zum Herzen leid, Bo is Afraid. Und das ist schon nur recht für ein haut, wo ich, also haut, wo ich da pullen, nicht haut für ihr, aber du, dem Moment haut, wo ich da pullen, hat ich einen Podcast gelauscht. Und an dem Podcast war ihn den Film mal schon gucken. An seiner Pressefeierung. Und ich war ein bisschen irritiert, weil er davon so geschwärmt hat, wo man wo dann erzählt hat, dass der Film von Ari Aster ist. Und da war ich ein bisschen perplex. Oh, wie könnte das dann? Ein Film von Ari Aster, ein neuer Film von Ari Aster, und ich schon das nicht mitkriegt, der Memo hat mich nicht erreicht. War ich verwirrt, ganz ehrlich. Also für die Leute, für die den Ari Aster nur nach kein Begriff aus. Hereditary Midsommar. Also das ist nicht Hereditary Midsommar, also Film 1, Hereditary, Film 2, Midsommar. Für alle guten die Leute, diese Stadt noch nicht herangezogen haben. A must. Obwohl, wenn da ein zart gemütet ist, da guckt sie vielleicht auch nicht. Schade, für kurzem, war ein Jank Film Live Episode gemacht zu Evil Dead Rise. Das ist halt der Film, also wir schwätzen halt eben von einem Art Horror-Genre, so könnt ihr es vielleicht so suchen, wann ihr irgendwo denkt, ich kennt oder will so ordnen. Wenn man lo vergleicht mit einem Evil Dead Rise, du siehst mal, also da geht in eine ganz andere Richtung. Wir müssen uns vorstellen, Evil Dead Rise geht in die Richtung an, dem Ari Aster seine Sache gehen an die komplett einer Richtung. Evil Dead Rise ist halt brutal explizit und einfach nehmen Optionist. Voll Gas, Pedal durchgedreckt und göff mal. Aber in Ari Aster kriegt das schon viel mehr subtil hin. Den hat eine Art mit Stress zu schaffen. Unvergleichlich. Ich liebe seine Filme abgöttisch. Abgöttisch. Midsommar und Hereditary. Grandios. Lust mich denke so erklären, Midsommar als eh von den wenigen Filmen mal gewischt, wo ich am Kino wirklich so gedacht tun, ich meine, ich will raus. Ich meine, ich will nur einfach rausgehen. Aber das ist der erste Film, wo ich mir das nicht gedacht tun, weil es schlecht war, aber ich mich gelangweilt tun, mir wird mir einfach weh getun, nicht nur zu gucken. Wird mir einfach unangenehm war, nicht ganz nur zu gucken. Aber trotzdem an einer gewissen Art und Weise fasziniert wird. Und da sind halt sitzen geblieben und Hunde doch nicht bereit. Schon in Lauf hier kurz im Herzen nach dem Director's Cut geguckt. Fantastisch. Wenn erst Horror-Genre, ob irgendeine Art und Weise irgendwie interessiert, an der Siedlung nicht einfach nehmen, der will den nächsten Friday 13 oder ja eben den nächsten Evil Dead, aber auch mal eigentlich, ob das sich schnappt, mit Speziellem, da sieht er bei dem genau richtig. Anlook, gucken ich mal den Trailer zu Bo is Afraid und ich schon her, dass es so ziemlich 3 Stunden soll dauern. Tisch 3 Stunden Stress vom Ari Aster, das kann mir jetzt gehen. So, ich schon lange geschwärmt, los ist einfach mal Ragon. I am so sorry. Joaquin Phoenix hatte ich noch vergessen zu erwähnen, hast du schon eine Hausnummer. Ah, das ist doch... Oh Gott. Also, los, einfach mal, ob der Song zu gut. So, Moment, ich muss nur denken, ragu. Wir müssen nur Dave an der Analyse. Okay. Fand ich schon verreckt. Wie hin du sitzt, ich weiß ja noch gut, was mir passiert ist. Den ist ja fertig mit der Welt, den du. Und darum, die positiv... Farbe, Frau, Optik, aber et mir, den nicht stimmt, hab's nicht, das ist nicht gut, die bringt fertig Szenen, die eigentlich nicht bedrohlich soll, also am Kap nicht bedrohlich wirken, aber trotzdem bedrohlich wirken zu lassen. So, danke. For what your daddy passed down to you. But I wanted a child. The greatest gift of my life. I'm visiting my mother tomorrow. Oh, okay. Ich gesehen, was für eine Richtung es geht. I'm just calling to say that I'm so excited to see you tomorrow.
You're my angel and I love you. Okay. I love you. Okay, bye, sweetie. I love you. Na, gesagt ja nur noch alles, alles Positive. Are you at the airport? I'm on my way. I just... It's not safe, is it? What do you think I should do? I'm sure you'll do the right thing, sweetheart. What the... Okay. Welcome back. I hit you with my car. What? I know. Was this? Okay. Well, that escalated quickly. Wer das dann du alles lass? Feeling sad about going home, Bo? Okay. I'm supposed to be leaving. I don't know if that's gonna happen. Okay, Getelu, du angespart? Was? Das überfordert mich alles gerade maßlos. You will walk many miles. Dozens will April? April? Ist schon... Ich muss nicht gerade Lüste gucken. Ist schon noch nicht... Ist schon noch nicht mein Spaß auf der Lüste gesehen. Ich muss... Der sagt doch nicht, ob die Spur war. Hundreds. Hundreds will become thousands. Your adventures will continue for years and years. Verrückt. As soon as you get home. I know. Sweet devotion. It's not for me. Oh. Just give you a bad name. Und dann die Musik da am Hintergrund, die scheinbar nicht zu passen schenkt. Do you want the truth now? Absolut verrückt. Bo is afraid. Das ist ein April. Das, ja. Ich weiß gerade nicht, wohin man macht. Weil das do aus. Do speziell. Ich kann den Film kaum aufwarten. Ich kann nicht kaum aufwarten, mal das do unzugucken. Und ich kann nicht los schon garantieren, wenn ich jetzt im Kino komme, da sind ich genauso perplex wie lo grad mit dem Trailer. Da werde ich wahrscheinlich, muss in der ganzen Mobis Verdauung noch ein bisschen drüber nachdenken, was da passiert ist. Mehr faszinierend. Faszinierend. Ja, also wie, ich kann mich nur nicht mehr wiederholen. Ari Aster unbedingt must. Hereditary, ein Film, in dem es da, nur dem wahrscheinlich viele Leute nicht werden können schlafen. Die Leute, die schon gesehen haben, die wissen ganz genau, wo was für Szenen da schwätzen, die ganz ganz, ganz viel mal denken machen. Und ja, ich denke, mir gesehen als dann, also ich werde definitiv ein Review dazu machen. Und ich gesehen, ich denke nicht an der Review rum, aber nicht dann hoffentlich an der nächsten Trailer-Reaction. Ich muss da lo, muss mal da ein bisschen über Gedanken machen, was da gerade passiert ist. Okay, auf jeden Fall, dann bis die nächste Kerl. Tschüss.